Nationalrat Beat Arnold, Herr Altständerat Hans-Heiri Intercom, werte Altnationalrat, National- und Ständerat, werte Regierungsrat aus Nidwalden, liebe Parteipräsidenten von der SVP Nidwalden und der SVP Luzern, von der SP Uri und der CVP Uri, Herr Altparteipräsidenten von der SVP, Herr Paul Dubacher und Gusti Planzer, werte Landräte, liebe SVPlerinnen und SVPler, Gäste, Zugewandte und Medien. Wir haben gehört, zwei Namen fehlen. Der Albert Rösti wird sicher noch kommen. Der Dr. Christoph Blocher, Altbundesrat, hat leider müssen absagen. Mir hat man dir überlassen, das hier zu verkünden. Ich möchte an dieser Stelle seine Grußbotschaft gerade verlesen. Liebe SVP-Festgemeinde des Kantons Uri,
Die SVP Uri ist 20 Jahre alt und sie ist mir ans Herz gewachsen. Verfolge ich doch ihr Schicksal seit den ersten Tagen. Sie haben mich freundlicherweise zu ihrer Geburtstagsfeier eingeladen und ich habe ihnen zugesagt für die Schlussansprache mit dem sinnvollen Titel »Wie entkommen wir der EU-Knebelung? Was der Bundesrat jetzt zu tun hat?« Leider muss ich die Einladung jetzt kurzfristig absagen, weil mich eine höhere Pflicht, nämlich der Kampf gegen den verhängnisvollen institutionellen Rahmenvertrag, davon abhält. Wie am letzten Freitag findet diesen Freitag wieder eine Arena-Sendung über den Rahmenvertrag statt. Nach reiflicher Abwägung bin ich zum Schluss gekommen, ich muss jetzt heute Abend diesen Part übernehmen als Präsident des Komitees gegen den schleichenden EU-Beitritt. Das ist zurzeit meine politische Hauptaufgabe. So bin ich leider gezwungen, auf mein Referat bei Ihnen zu verzichten. Ich kann Sie versichern, dass ich lieber bei Ihnen wäre. Ich wünsche Ihnen nicht nur eine würdige Geburtstagsfeier, sondern weiterhin viel Kraft im Kampf für eine unabhängige, direkt demokratische, neutrale Schweiz. Dies ist die Grundlage, damit die Schweizerinnen und Schweizer auch in Zukunft frei und sicher leben können. Das ist und bleibt unsere Devise, weil sie für unser Land dringend notwendig ist. Und es ist gleichzeitig die Zusammenfassung meines nicht gehaltenen Referates. Das muss der Bundesrat tun, damit wir der EU-Knebelung entkommen. Sorgen wir dafür. Mit herzlichen Grüßen, Ihr Christoph Blocher, Altbundesrat. Natürlich hätte ich den Altbundesrat Christoph Blocher lieber da gehabt, gespannt auf seine Rede. Auch insbesondere, da ja der Bundesrat den Entscheid nochmal rausgeschoben hat, ist jetzt fraglich, wie wichtig die Arena oder was sie in der Arena überhaupt diskutieren wollen. Wichtig ist sicher, dass er dort ist. Und von dem her hoffe ich und wünsche auch auf dem Weg am Herrn Altbundesrat Christoph Blocher alles Gute für seinen weiteren Kampf, den er hier in der Politik führt, und eine gute Gesundheit noch 20, 30, 40 Jahre. Zurück zu unserem Fest. Es ist soweit. Die SVP Uri ist 20 Jahre alt. Wie einige wohl von euch das heutige Fest sehnlichst erwartet haben, so ist auch die Gründung von der SVP Uri im 98 von einigen sehnlichst erwartet worden. Mehrmals ist damals das Gerücht umgegangen, sie werde jetzt gegründet, aber sie hat auf sich warten lassen. So meine eigene Erinnerung von damals als Nicht-Involvierte. Tatsächlich ist es etwa 2 Jahre gegangen von den ersten Sitzungen, bis es der Tatsache geworden ist. Hartnäckig vorantrieben worden ist die Gründung vor allem auch von Jonas Bühler, damals wohnhaft in Flüelen, heute leider auswärts. Am 5. Dezember hat die Gründungsversammlung im Bibi zu Bürgle der damals stattgefunden. Folgt von einem Referat vom damaligen Nationalrat Dr. Christoph Blocher im vollen Uri-Stiersaal. Man kann also wirklich sagen, er war von Anfang an bei uns dabei gewesen, hat uns begleitet und ist auch schon einige Mal hier im Kanton Uri auftreten. Die SVP Uri ist mit dem ersten Co-Präsidium mit dem Paul Dubacher und Arno Christian in Thurner Politik danach gestartet. SVP Uri, die Partei für Unabhängigkeit und für das ländliche Leben. So mein Titel. Das mit der Unabhängigkeit ist dank der starken nationalen Politik von der SVP Schweiz, angefangen mit dem Kampf gegen den EWR, gegen eine übermäßige Anbindung an die EU und einer Zuwanderung, die nicht mehr der Schweiz dient, geschweige denn von der Schweiz gesteuert kann werden, hinlänglich landesweit bekannt. Interessanter ist für mich der Teil im Titel vom ländlichen Leben. Warum soll die SVP gerade die Partei fürs ländliche Leben sein? Dazu möchte ich kurz erläutern, was mir zu meiner Politisierung gekommen ist. Wie ich zur Politik gekommen ist. Die Politisierung, die hat früh angefangen. Daheim regelmässig am Esstisch.
Als Unternehmer in der Versorgung der Baubranche haben meine Eltern in den 90er Jahren einfach nicht mehr mit den grossen bürgerlichen Parteien zufrieden sein. Ich erinnere an die Diskussionen um die Alpeninitiative und später um die LSVA. Damals haben die bürgerlichen Parteien sich nicht mehr um die Anliegen der Unternehmer gekümmert, insbesondere nicht um die der KMU. Und das sind Anliegen, die ländlich sind. Die KMU sind vor allem in der Schweiz auch zum Teil sehr ländlich und nicht in den Städten. Gadi Nuri ist jemand, der gegen das sogenannte Alpenschutz war und der LSVA hinterfragt hat, ein schlechter Urner gewesen. FDP und CVP haben sich dem Druck der Leider gebeugt und sind bei diesen Fragen, aber auch bei der Frage um eine zweite Gotthardstrasse-Röhre, sich selber nicht mehr treu gewesen. Das ist für die Gäste der anderen Partien, die da sind, natürlich meine Sichtweise. Das werden sie wahrscheinlich etwas anders sehen. Ich möchte das hier gleich noch erwähnt haben, warum das eben die SVP hat können in kurzer Zeit Fuss fassen und Leute von anderen Orten abwerben. Aber auch, dass mich die glatten Gäste nicht falsch verstehen, die Volksentscheid von damals respektiere ich nach wie vor. Im Interesse von KMU und der Wirtschaft sind sie aber trotzdem nicht gewesen. Und auch nicht im Interesse vom Urner Volk. Das dauernde Gejammer der Alpinitianten und der offiziellen Urner Politik von wegen schlechter Luft und Stau hat unserem schönen Kanton dazumal geschadet. Auch keinem ist es damals in Sinn gekommen, in diesem Staukanton Ferien zu machen. Das habe ich auch noch zu hören bekommen, als ich später in Zürich angefangen habe zu studieren. Das Gejammer von damals gehört man heute zum Glück nicht mehr im Kanton. Der Kanton Uri hat aussen wieder einen guten Ruf, ist langsam immer mehr bekannt für einen guten Tourismusort und da sind wir froh, dass da sich etwas gewandelt hat. Ob das der SVP zu verdanken ist, so weit möchte ich mich jetzt nicht auf den Test rauslassen. Damals war das aber der Moment, wo im politischen Spektrum eine Lücke, wie schon gesagt, für die SVP entstanden ist. Bürgerliche, die sich von den grossen bürgerlichen Parteien nicht mehr verstanden gefühlt haben, haben schriftlichst auf die Gründung von der SVP im Kanton Uri gewartet, wie auch in anderen Kantonen in der Schweiz. So auch meine Eltern. Und weil es damals geheissen hat, die SVP sei nur eine Partei der alten Leute, haben sie mich und meinen Brüder motiviert, gerade auch an diese Gründungsversammlung mitzukommen. Darum darf ich mich jetzt hier als Gründungsmitglied schimpfen. Oder würdigen. Das ist besser gesagt. Und da sind wir zumindest im ländlichen Leben. Die Politik von der SVP Schweiz hört bei Nichten bei der Zuwanderung und einer zu engen Anbindung an die EU auf. Themen, die man könnte meinen, sind die ländlichen Regionen ja gar nicht betreffen. Nein, unsere Politik setzt sich für eine strikt bürgerliche Politik ein, wie sie in den 80er Jahren noch von den damals grossen bürgerlichen Parteien FDP und CVP getragen worden ist. Eine CO2-Abgabe, wie jetzt wieder diskutiert wird, oder eine Energiestrategie 2050. Beides grüne Anliegen wären damals chancenlos gewesen. Und so politisiert auch die SVP Uri. Regional im ländlichen Leben. In Uri bringen wir die Strickpolitik seit 20 Jahren ein. Wir bringen die Anliegen von unseren Tälern ein, beim Schutz vor Grossraubtieren, beim Wahlsystem, wo auch für kleine Täler selbst bedürfnisgerecht bleiben, beim kantonalen Lastenausgleich, wo der Kanton nicht nur auf dem Buckel der Gemeinden selbst Kosten sparen, bei Gemeindefusionen und. Es sind aber auch die Anliegen von der hiesigen Wirtschaft, die nicht selbst unter den Träumen über die Zuzüge von hochkarätigen Dienstleistungsunternehmen in Einschachen leiden. Die aber auch nicht sollen durch eine übergrosse Bürokratie, insbesondere im Bereich Umweltschutz, behindert werden. Und es ist natürlich auch die produzierende Landwirtschaft, die soll unterstützt werden und nicht etwa eine Landwirtschaft à la Ballenberg, die nur einem romantisch verklärten Idealbild darf entsprechen. Im Umfeld der Gründung der SVP Uri hat der spätere Urner Nationalrätin noch gemeint, diese Partei hat es jetzt in Uri auch nicht gebraucht. Ja, ihre ist menschlich. Die oben genannten Punkte, aber auch die Zusammenarbeit mit den anderen bürgerlichen Parteien, zum Beispiel die Zusammenarbeit beim Entlastungsprogramm für den Kanton, wo jetzt auch von CVP und FDP gefordert werden, oder die bei den Standesinitiativen, die ich eingereicht habe zur Souveränität bei Wahlfragen, die stark von der CVP unterstützt wird,
Ich möchte Flavio Giesler als damaligen Zweitunterzeichner danken. Du bist sehr involviert da und unterstützt das Anliegen stark. Das zeigt, dass die SVP sehr wohl braucht, aber auch in der Politik angekommen ist. Schon länger angekommen ist. Es braucht sie dank unserer Konsequenz und unserem Nachdruck und es braucht sie dank Mitglieder, die alle zu Meinungen stehen, die nicht gerade dem öffentlichen Mainstream entsprechen. Hier im Kanton Uri, im ländlichen Leben, überall in unserem schönen Land, überall in der Schweiz. Ich freue mich auf die kommenden Jahrzehnte und bin gespannt, was sie der SVP Uri noch bringen wird. Zuerst aber freue ich mich auf den heutigen Abend, mit Redner und Gästen, sozusagen zu uns auf der Schweizer Politik. Ich freue mich auf spannende Gäste und auf eine gute Unterhaltung. Entschuldigung, ich freue mich natürlich auf spannende Gespräche mit spannenden Gästen und eben die Unterhaltung, die angefangen hat, wo wird weitergehen. Liebe Anwesende, geniessen den Abend, lasst euch inspirieren für die Reden und ich wünsche euch einen schönen Abend und man sieht sich wieder. Danke vielmals fürs Kommen, fürs Mitfeiern. Viel Spass. Herzlichen Dank, Pascal Brückwiller, unserer Kantonalpräsident von der SVP in Uri. Danke vielmals. Geschätzte Gäste, ihr habt gesehen, ich bin inzwischen verkabelt worden. Ich bin halt einer aus den Bergen, ich bin immer noch so ein bisschen altmodisch. Ich meine, ich müsste dann ein Mikrofon innen etwas belaufen. Aber auch mich holt es ein, glaubt es mir. Wir haben das nächste Highlight und das ist Nationalrätin Nadia Pieren. Sie wird uns ein Referat halten und ich hoffe, dass sie so schnell als möglich zu uns auf die Bühne kann kommen. Herzlichen Dank! Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Pascal, liebe Mitglieder von der strahlenden Jubilarin SVP Uri, liebe Nationalratskollegen, lieber Herr Ständerat, werter Herr Altständerat, liebe Herren Regierungsräte, liebe Damen und Herren Landräte, liebe Festgemeinde, liebe SVP-Familie, liebe Frauen und Männer, liebe Kinder. Wenn man an einem runden Geburtstag eingeladen wird, um an die Jubilarin ein paar Worte zu richten, ist das eine grosse Ehre. Ich danke euch ganz herzlich für die Einladung und ich freue mich sehr, diesen wichtigen und schönen Anlass mit euch heute zu feiern. Als allererstes, ich gratuliere euch zu eurem erfolgreichen 20. Geburtstag ganz herzlich. Unser Geburtstagskind, die SVP Uri, die darf heute ihren 20. Geburtstag feiern. Dass die SVP im Erstgenannten von den Gründerkantonen von unserer Eidgenossenschaft erst vor 2 Jahren volljährig ist worden, das erstaunt mich ein bisschen. Im Vergleich zu mir, wo mit der SVP Bern letztes Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum hat dürfen feiern, seid ihr hier alle noch sehr, sehr jung. Aber ohne mich selber zu rühmen, ich habe das Gefühl, ich habe mich auch noch ein bisschen jung gehalten. Gerade diese Woche habt ihr mit eurem Kanton knapp den Sprung im Bundesrat verpasst. Wir Berner, wir können da auf ein bisschen mehr Erfahrung zurückblicken. Wir haben schon zahlreiche Bundesräte gehabt. Wir haben sogar auch schon halbe Bundesräte gehabt. Und aktuell haben wir eine Bundesrätin, die wir eigentlich lieber nicht hätten. So gesehen seid ihr wahrscheinlich eher mit einem blauen Auge davon gekommen und dürft euch gerne noch ein paar Jahre Zeit lassen, bis ihr den ersten hoffentlich richtig und ganz Urner Bundesrat in Bern dürft stellen. Ihr seht, wir Berner sind gar nicht so langsam und wir sind euch bei ein paar Sachen auch schon ein bisschen voraus. Aber bei einem werden wir euch nie einholen können. Der Kanton Uri kämpft schon seit 1291 gegen die Freunde Vögt. Bern hat sich euch erst 1353 angeschlossen. Umso wichtiger, dass im Herz von der Urschweiz vor 20 Jahren die kantonale SVP gegründet worden ist. Wir als Berner Schwesterpartei sind euch sehr dankbar, dass wir seitdem auf euer Engagement dürfen zählen. Als Festrednerin an eurem Jubiläum habe ich heute
den ganz kurz und prägnant Titel bekommen, um zu reden über für den schweizerischen Sonderfall mit den erfolgreichen Säulen Unabhängigkeit, direkte Demokratie, immerwährende bewaffnete Neutralität, Föderalismus und Gemeindeautonomie. Jetzt könnt ihr euch eigentlich auch das Parteiprogramm von der SVP Schweiz vorlesen. Weil der Titel von meinem Referat, das ich bekommen habe, ist eigentlich eine Kurzzusammenfassung von unserem Parteiprogramm. Aber da ich davon ausgehe, dass ihr hier innen alle unser Parteiprogramm auswendig kennt, verzichte ich jetzt darauf, euch das vorzulesen. Und falls dann irgendjemand gleich noch die eine oder die andere Lücke hat, die er gerade nicht weiter weiss, dann dürft ihr euch gerne an unseren Parteipräsidenten Albert Rösti wenden, dann kann ich euch sicher weiterhelfen. Also habe ich eigentlich gar nicht so weit suchen, als ich mir überlegt habe, was ich euch und dem Geburtstagskind heute mit auf den Weg geben könnte. Nämlich etwas, was direkt bei euch vor der Haustür passiert ist, dann 1291, wo sich Turner entschlossen haben, sich gegen die Fremdenvögte zu wehren. Der Rütli-Schwur ist nämlich eigentlich auch eine Zusammenfassung von unserem Parteiprogramm. Der Text fasst würdig zusammen, was wir uns in der heutigen SVP, für das, was wir uns heute in der SVP immer noch tagtäglich einsetzen, in unseren Gemeinden, in unseren Kantonen und in unserer schönen Schweiz. Wir wollen sein, ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod als in Knechtschaft waren. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. Ein viel zitierter Text. Wohlweisliche Worte, die unsere Gründerväter dann 1291 auf dem Rütli gesagt haben. Aber habt ihr euch auch schon mal überlegt, was die Botschaft heute für uns noch bedeuten könnte? Wir wollen sein, ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir, die Eidgenossen, wir müssen zusammenstehen, uns gegenseitig unterstützen, für unsere Leute schauen, statt für alle anderen. Wir haben grosse politische Herausforderungen, die auf uns, auf unsere ganze Bevölkerung zukommen. Wenn man als über 50-Jähriger Angst haben muss um einen sicheren Arbeitsplatz, wenn Krankenkassenprämien explosionsartig in die Höhe schiessen, wenn die AHV nicht mehr sicher ist und all die Leute, die ihr Leben lang gekrampft haben und in unser Sozialsystem eingezahlt haben, finanzielle Existenzängste müssen haben. Dann ist es die Aufgabe von uns allen, ein einig Volk von Brüdern zu sein. Heute müssen wir wahrscheinlich wegen der Gleichberechtigung auch von Schwestern reden. Ich werde ja dann nicht nächste Woche noch für ein Schlagzeil in der Weltwoche sorgen wegen Frauendiskriminierung. Wenn wir eigene Leute haben, die in Not sind, dann haben wir uns gefälligst, um die zu kümmern, statt Milliarden in den Osten zu schicken und dort zu verschenken. Unkontrolliert sogenannte Fachleute in unseren Arbeitsmarkt hineinzuschleusen und unsere Gelder im Sozialsystem, vom Sozialsystem für Wirtschaftsmigranten zu verschwenden. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod als in Knechtschaft waren. Das ist der Schwur auf unsere Freiheit und Unabhängigkeit. Den Eid von unseren Vorvätern, den dürfen wir auf keinen Fall verraten. Es lohnt sich, uneingeschränkt dafür zu kämpfen. Wir dürfen stolz sein, im eigenen Land selber Herr und Meister zu sein. Wir dürfen uns unter keinen Umständen von den Freunden knechten. 1291 war der Wilhelm Telderheld, weil er sich gegen die Fremdenvögte gewehrt hat, nicht zu verwechseln mit dem Vogt, der sich heute für unsere Partei einsetzt. Heute muss sich die SVP oft Schimpf und Schande in den Medien und von den anderen Parteien anhören, weil sie sich gegen die Fremdenvögte wehrt. Trotz allem trägt unser Tun und unser Wirken Früchte. Gerade diese Woche haben wir in den Medien können lesen, dass das Bundesgericht entschieden hat, einen straffälligen EU-Bürger aus unserem Land zu verweisen. Trotz der Personenfreizügigkeit.
Warum habt ihr das Gefühl, ist das so passiert? Ich bin ganz fest überzeugt, dass dieser Entscheid wegen unserem ständigen Druck, wegen der SVP und dank unserer Selbstbestimmungsinitiative so gefällt worden ist. Der Kampf für unsere Freiheit und für unsere Unabhängigkeit, der zahlt sich also aus. Wir dürfen uns unter keinen Umständen vor dem internationalen Recht verbeugen. Aussenpolitik ist Interessenpolitik. Wir können nur für internationale Abkommen sein, wenn die auch im Interesse der Schweiz sind. In unserer direkten Demokratie hat das Volk das letzte Wort. Das verteidigt die SVP. Danke, dass ihr seit 20 Jahren verlässlich mit der Unterstützung von der SVP Uri euch für die gleichen Werte einsetzt. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. Stellt euch mal vor, der Christoph Blocher hat damals, 1992, hat sich gefürchtet vor der Macht der Menschen. Dann wären wir jetzt in der EU. Und die SVP Uri hätte man gar nicht gründen müssen, weil wir jetzt zu 100% fremdbestimmt wären. Und unseren Kindern könnte man die direkte Demokratie erklären. Und sie würden so von hören, sagen noch wissen, wie es dann zumal zu und her gegangen ist. Gott sei Dank hat der Christoph dann auf sein unerschütterliches Gottvertrauen gebaut und hat sich vor dem hohen Druck der Macht der Menschen eben nicht gefürchtet. Das Gottvertrauen hatten schon die alten Eidgenossen. Die Kraft, ihren Willen durchzusetzen, haben sie aus der prächtigen Natur von der Urschweiz, hier von der Bergwelt können schöpfen, der wunderschönen Wiege von unserer Eidgenossenschaft. Die Kraft strahlt von Uri in die ganze Schweiz aus. Das ist gerade heute wieder sehr wichtig. Weil wir ständig zu hören bekommen, dass wenn wir das eine oder das andere nicht mitmachen, dass es unserem Land dann schlecht gehen würde. Ja sogar, dass die anderen uns meiden und schneiden, dass wir uns abgrenzen. Und noch immer ist die SVP die einzige Partei, die sich von solchen Drohungen nicht einschüchtern lässt. Das hat der Gessler 1291 versucht und es wird heute noch von den Medien, von den anderen Parteien und irgendwelchen Organisationen im In- und Ausland versucht. Bleiben wir standhaft, sind wir stolz auf unsere Einmaligkeit. Wir lassen uns nicht einschüchtern durch Angstmacherei oder Drohungen, weder von außen noch von der eigenen Obrigkeit. Wir tragen die Werte von unseren Vorvätern in die Zukunft, weil wir am besten wissen, wie wir unsere Gemeinschaft in diesem kleinen, einzigartigen Land organisieren und weiterentwickeln. Ich bin stolz, Mitglied der SVP zu sein. Euch allen einen ganz, ganz herzlichen Dank. Ihr alle tragt einen wichtigen Teil dazu bei, dass wir in einem unabhängigen, in einem neutralen und in einem sicheren Land dürfen leben. Das ist nicht selbstverständlich. Tragen wir alle Sorge zu dem, damit auch die nächsten Generationen, ich habe gesehen, die sind schon parat in den Startlöchern, Pascal, damit auch die nächsten Generationen unsere Schweiz können schätzen und achten und der Urgeist von der Wiege der Eidgenossenschaft noch lange weiter darf leben. Herzlichen Dank euch allen für euren Einsatz, alles Gute und heute Happy Birthday der stolzen SVP Uri. Merci vielmals. Herzlichen Dank an den adjutierenden Nationalrat. Liebe Gäste, ich will es nicht unterlassen, schnell unseren OK-Präsident auf die Bühne zu bitten, den Patrick Planzer. Ich komme dich gerade holen, Patrick. Liebe Nadia, lieber Patrick, wir sind hier zusammengekommen, dank an Patrick Planzer, unserem OK-Präsident. Er hat hauptsächlich das Fest organisiert, mit seinen Helfern und mit dem ganzen OK zusammen. Darum hat auch Patrick heute die ehrenvolle Aufgabe, Präsenz zu überreichen, die ich vorweg bringen würde. Herzlichen Dank, Patrick.
Also es ist wunderbar, wie die Familie zusammen hat von der SVP. Es wird geküsst, es wird gelacht, es ist einfach eine Freude. Darum kommen wir zum nächsten Highlight. Wir werden ihn ein wenig vorziehen. Es ist unser Nationalrat Roger Köppel. Grossen Applaus für Roger. Ja, Herr Präsident, lieber Patrick, geschätzte Herren Ständeräte, Altständeräte, Nationalräte, Nationalratskolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe jetzt einen weiten Weg gehabt, von Bern über Zürich, hier in der Innerschweiz. Und ich muss sagen, meine Damen und Herren, lieber Uri als Kurt Fluri. Ich bin froh, meine Damen und Herren, dass ich da nicht im Bundeshaus von Bern bin, sondern bin und dass sie mich eingeladen haben für diese Veranstaltung 20 Jahre SVP Kanton Uri. Ich bin vor 20 Jahren noch nicht in der SVP gsi, das ehrt mich, dass ich trotzdem eingeladen bin. Ich bin vor 20 Jahren noch nicht dabei gsi. Warum bin ich vor 20 Jahren noch nicht in der SVP gsi? Weil es bei Journalisten manchmal ein bisschen länger braucht, bis merken, wo es durchgeht. Ganz herzlichen Dank, ganz herzliche Gratulation. Und es ist gesagt worden, ich bin da in einem Verschiebeverfahren anstelle von Albert Rösti installiert worden. Wobei der Albert kommt, wir haben telefoniert, er ist noch im Berner Oberland aufgehalten worden, auch er durch schweizerischen Fernsehen. Ich vermute eine Intrige, dass sie auch den Christoph Blocher gekidnappt haben. Warum, meine Damen und Herren, bin ich im fortgeschrittenen Alter von 50 in die SVP eingetreten? Warum habe ich das friedliche, harmonische Leben hinter einem Computerbildschirm aufgegeben, um mich in die Schützengräben von der Politik und ins Stahlbad hineinzuwerfen? Jetzt ohne Humor und ohne Ironie, ja, warum habe ich mich entschlossen, im 15. in die SVP einzutreten? Ich kann Ihnen sagen, warum. Weil mich über Jahre, und als jemand, der nicht auch von der Familie her nicht SVP-mässig geprägt ist, ich muss sagen, für den Altständerat Interkum, mein Vater war CVP noch, alte CVP, da war alles möglich. Er ist auch ein bisschen von links und rechts. Ich sage immer, darum komme ich aus einem unpolitischen Haushalt. Weil alle Möglichkeiten, die ganze Bandbreite, da waren. Und von der mütterlichen Seite bin ich von Deutschland her geprägt. Aber als Journalist habe ich gemerkt, mit der Zeit, dass mich die SVP als Partei und auch von den Persönlichkeiten, die dabei sind, dass sie mich beeindruckt. Was mich beeindruckt hat, dass die SVP, die von uns Journalisten immer abgebängelt worden ist, ich habe in der NZZ und im Tagesanzeiger geschafft, immer im Widerspruch, im Widerstand, im Gegenwind war, keine Anerkennung gefunden hat in den Medien, dass trotzdem die SVP die Themen gepackt hat, wo eigentlich die Themen sind, wo die wichtigen Themen sind. Die Themen, über die wir uns als Journalisten gar nicht getraut haben zu schreiben. Die SVP, meine Damen und Herren, ich muss es Ihnen nicht sagen, Sie sind ja dabei gewesen. Das ist die Partei, die in den 90er Jahren, wo es die ganze Schweiz mehr oder weniger integral als Lego-Klötzli in die grosse EU hineinklinken wollte, wo der offizielle Slogan geheissen hat, «La Suisse n'existe pas», die Schweiz ist ein Auslaufmodell. Wir sind jetzt in einer neuen Welt. Es gibt keine Nationalstaaten mehr, es gibt keine Grenzen mehr, es gibt nur noch supranationale Gebilde. In dieser Zeit haben Sie, meine Damen und Herren, hat die SVP Kraft,
Kraft gehabt, kompromisslos und unmissverständlich zur Schweiz zu stehen und zu sagen, Gottfried Stutz, hört auf mit dem Wahnsinn, die Schweiz wollen ins Ausland verscherbeln. Die Schweiz ist ein Erfolgsmodell. Die Schweiz ist genial konstruiert. Nicht ein paar von ein paar super Studierten und Professoren, nicht gegen Professoren und Studierte. Ich bin zwar nicht Professor, aber ich habe trotzdem studiert, da kannst du auch etwas Anständiges im Leben werden. Nein, sondern das hat sich entwickelt, das hat sich bewährt, das hat funktioniert und man hat da nicht mitgemacht. In den 90er Jahren, das ist schon angesprochen worden, ist die EU der letzte Schrei gewesen, der Modetrend. Alle, wir sind von den Medien, von den Intellektuellen, von den Kirchen, von den Parteien, sind wir mariniert worden, eingesalbet, beträufelt worden, Tag und Nacht, dass das Zukunft ist, dass das ist, was man machen muss. Sie haben den Mut gehabt, sie haben die Kraft gehabt, Nein zu sagen und sie haben gesagt, Ja zur Schweiz. Was mich beeindruckt hat an der SVP, ist der Mut und ist die Hartnäckigkeit gewesen. Das ist eine Partei, und jetzt kann ich in der Wir-Form reden, wir sind eine Partei, die eben die Schweiz ins Zentrum stellt. Und das, wie wir der Meinung sind, was wichtig ist für die Schweiz, Unabhängigkeit, direkte Demokratie, Föderalismus, bewaffnete Neutralität, die Erfolgsfaktoren der Schweiz, das, was in der Geschichte dafür gesorgt hat, dass die Schweiz von einem armen Haus, kann man sagen, zu einem der reichsten Staaten auf der Welt geworden ist. Und für das, meine Damen und Herren, haben wir uns eingesetzt, für diese Sache, für diese Schweiz, und nicht aufs eigene Prestige geschaut, nicht auf die Meinungsumfragen geschaut, nicht auf Beratungen und PR-Berater und all das Zeug geschaut, nicht auf die eigene Laufbahn, dass wenn du denn das sagst, wie kommst du denn gut da und wie kannst du dich dort wieder einschmeicheln und wie kannst du dort wieder schauen, dass du einen roten Teppich ausgerollt bekommst. Wir, sie, haben den Mut bewiesen, die Sache in den Vordergrund zu stellen und sie sind bereit gewesen, die Nachteile, die das halt manchmal braucht, wenn sie gegen den Zeitgeist antreten, wenn sie gegen mächtige Interessen in dem Staat antreten, sie sind bereit gewesen und wir sind heute noch bereit, persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen, weil wir sagen, wir setzen uns für die Schweiz ein, wir setzen uns für die Sache. Und ich kann Ihnen sagen, als jemand, der noch nicht lange dabei ist, wenn die SVP aufhört, da der Stachel im Fleisch zu sein, der Fels in der Brandung, der Leuchtturm, für viele Leute auch der Anker, der ihnen Hoffnung gibt, der ihnen Mut macht, dass das ganze Zeug nicht einfach wegrutscht und irgendwo ins Zeug rausfällt, wenn wir aufhören, das zu machen, wenn die Jungen, die jetzt hier auch dabei sind, wenn die würden anfangen, ihr Prestige, ihre politische Laufbahn, die Harmonie und all das Zeug in den Vordergrund stellen, dann kann die SVP einpacken, meine Damen und Herren. Lassen Sie sich also auch heute nicht, einlullen von all denen, die Ihnen einreden wollen, ja, sind doch ein bisschen harmonischer, sind doch ein bisschen bequemer. Hört doch auf, immer auf euren Forderungen rumzureiten. Und ich weiss nicht was. Hören Sie nicht auf das. Hören Sie auf Ihre innere Stimme. Hören Sie auf Ihr Herz. Und hören Sie auf die Schweiz. Schauen Sie die Schweiz an und stellen Sie das ins Zentrum, das unser Land stark und einzigartig macht. Wir kommen aufs Dach über. Wir werden beworfen, zum Teil also unglaublich, in den Medien angestellt. Das glaubt man gar nicht. Gut, man muss ja sagen, du kannst ja keinen Applaus erwarten, wenn du dich permanent für etwas einsetzt, was die anderen zum Teil einfach gar nicht mehr hören oder gar nicht mehr wissen. Aber es gibt auch in der SVP vielleicht manchmal Leute, die sagen, ja, es ist ja verrückt. Jetzt gerade am letzten Wochenende wieder mit dieser Selbstbestimmungsinitiative, vorletzten Wochenende, mit dieser Selbstbestimmungsinitiative haben wir ja verloren. Und da müssen wir wieder in der Zeitung lesen, da haben wir wieder 0,75 Promille in der Landtagsbetät, in der kantonalen Wahl oder dort etwas verloren. Lassen Sie sich von solchen Meldungen auf keinen Fall entmutigen, meine Damen und Herren. Auf keinen Fall entmutigen. Der Erfolg,
wo die SVP in den letzten, sagen wir, 30 Jahren, 25 Jahren, 20 Jahren erzielt hat bis heute, das sind gewaltige Erfolge. Ich bringe nur ein paar. Auch das ist schon angetönt worden. Dank der SVP und nur dank der SVP, meine Damen und Herren, sind wir heute nicht in der Europäischen Union. Nur dank der SVP. Heute nimmt man das für selbstverständlich. Sagen alle, ja, ja, will ja niemand mit der EU. Ja, ja, wir sind auch dafür. Meine Damen und Herren, das war ein zäher Kampf. Dank der SVP, kommen wir dann noch drauf, haben wir kein institutionelles Rahmenabkommen mit der Europäischen Union. Vor 5, 6, 7 Jahren haben sie uns gesagt, die SVP, das sind Webstübler. Die sehen Gespenster, die haben Wahnvorstellungen. Die glauben, dass das Rahmenabkommen ein Problem ist, dass das ist das Größte, das ist überhaupt kein Problem. Wo sehen die das Problem? Heute sind wir am Punkt, wo der Bundesrat merkt, und nicht nur er, dass mit dem Rahmenabkommen etwas nicht stimmt. Er kann nicht entscheiden, obwohl sie es eigentlich wollen. Schieben sie es auf die lange Bank. Ich tue das dann noch kurz erläutern. Dank der SVP ist eine Diskussion, die man in den Medien und in der Politik nie hat wollen, heute eine der ganz entscheidenden Diskussionen oder gar nicht mehr eine Diskussion, sondern zum Teil sogar schon gelöst. Dank der SVP haben wir weniger ausländische Verbrecher in der Schweiz. Das war auch ein Thema, das wir in den 90er Jahren gesagt haben, das darfst du gar nicht sagen. Da bist du schon ein Rassist. Da stehst du mit einem Bein schon in der Kiste. Dank der SVP hat man auch das Thema angepackt und gesagt, das geht einfach nicht, die kriminelle Zuwanderung, die wir haben. Dank der SVP haben wir zumindest einen Verfassungsartikel, der sich mit der Zuwanderung beschäftigt, der sagt, wir müssen die Zuwanderung wieder selber bestimmen können. Und dank der SVP haben wir seit der Selbstbestimmungsinitiative in der Schweiz, in der ganzen Schweiz, den Konsens, auch von allen Gegnern, von der Selbstbestimmungsinitiative, dass sie sagen, wir sind alle für die direkte Demokratie, wir sind alle für Volksentscheid. Und das sind riesige Verdienste, meine Damen und Herren. Das müssen wir uns bewusst sein. Wenn wir nicht für das würden kämpfen, wenn wir für das für uns nicht würden einsetzen, dann würde der ganze politische Apparat, den wir haben, der würde einfach nach links überrutschen. Die Macht, die kommen uns zum Teil nur entgegen, weil wir die Stärke haben, weil wir die Kraft haben, an diesen Grundwerten, an diesen Grundpfeilern festzuhalten, auch gegen Widerstand, auch gegen Anfindungen. Und das ist enorm wichtig und das muss man einfach immer wieder sich vor Augen führen, weil man die Anerkennung und auch die Einschätzung letztlich in den Medien, in der allgemeinen Öffentlichkeit so nicht überkommt, aber die Erfolge, die sie erreicht haben, sind beeindruckend und sind wichtig für die Schweiz. Für mich im Speziellen ist das Thema Europa und EU entscheidend gewesen bei meinem Schritt in die aktive Politik. Ich habe das einerseits als Journalist gesehen, aber dann auch in der Schweiz, aber dann auch als Journalist in Deutschland, im Ausland, wo man einfach die Entwicklungen, die Fehlentwicklungen in der Europäischen Union gesehen hat. Und gleichzeitig habe ich mir an den Kopf gelangt, wenn ich wieder in die Schweiz geschaut habe, und dachte, Gottfried Stutz nochmal. Ich bin in Deutschland mit Politikern konfrontiert, die mir sagen, wenn das Mikrofon nicht läuft, um Himmels Willen, ihr Schweizer, schaut, dass ihr ja nicht in die Europäische Union hineinrutscht. Bleibt unabhängig, kommt ja nicht da rein. Und wenn du in die Schweiz gekommen bist, wenn du hier an Talkshows oder was auch immer teilgenommen hast, dann hast du eine ganze Legion von Schweizer Politikern gehabt, die genau das wollen, wo uns die Ausländer davon gewarnt haben. Oder du hast Bundesrätinnen gehabt, die sich permanent im Ausland sind entschuldigen für die Schweiz, für unsere Volksentscheid, für das, wie wir uns selber da regulieren, wie wir das selber bestimmen in der Schweiz. Und die EU-Frage, die eine zentrale Frage ist, die war für mich entscheidend gewesen für den Schritt in die aktive Politik. Und das bringt mich
zu der Aktualität des heutigen Tages. Ihr habt das mitbekommen. Es ist nach stundenlangen Beratungen und ich weiß auch nicht, ob es noch die Anwälte hat müssen einschalten untereinander bei der Ressort- und Departementsverteilung. Sind sich nicht einig geworden im Bundesrat. Sind sie rausgekommen mit Mitteilungen, muss man sagen, zu dem europäischen Rahmenvertrag. Worum geht es bei diesem Thema? Das muss man einfach auch in den ganz klaren Grundpflöcken sehen und darf sich da das Zeug nicht zerreden und vernebeln lassen. Worum geht es bei diesem institutionellen Rahmenvertrag? 2008, wenn ich jetzt eine 40-minütige Rede halte, würde ich jetzt 1992 einsetzen, aber es ist eine 20-minütige Rede, darum setze ich bei 2008. 2008 hat die EU der Schweiz gesagt, jetzt ist fertig, finito, mit dem bilateralen Weg. Gibt es nicht mehr, jetzt langt es. Jetzt habt ihr uns zu lange versprochen, dass ihr auf dem bilateralen Weg der Schweiz beitretet, ihr Schweizer, ihr Bundesräte, ihr Diplomaten, ihr Chefbeamten. Jetzt ist fertig, wir wollen das nicht. Der bilaterale Weg ist fertig, also der bilaterale Weg, das heisst, dass wir gleichberechtigte Verträge machen auf Augenhöhe, wo jede Seite mehr oder weniger frei künden kann. Jetzt wollen wir etwas Neues. Wir wollen nicht mehr eine gleichberechtigte Situation. Wir wollen, dass sich die Schweiz rechtlich der EU unterstellt. Wir wollen in Brüssel, dass sich die Schweiz nicht nur einem Recht von der EU unterstellt, sondern dass wir uns auch der europäischen Richter unterstellen. Aber weil man das so nicht sagen kann, weil dann jeder natürlich meint, spinnt er eigentlich, so einen Vorschlag machen, hat man einen anderen Begriff genommen und der Begriff heisst institutionelles Rahmenabkommen. Und jetzt kommt eigentlich das Verrückte in dieser ganzen Geschichte. Wo die EU mit dieser Forderung am Bundesrat angetreten ist 2008 und gesagt hat, macht einen Rahmenvertrag, unterwerft uns unserer Gesetzgebung, auch der zukünftigen Rechtsentwicklung, akzeptiert, dass europäische Richter die Oberhoheit haben, auch in all diesen Fragen, die ihr in der Schweiz übernehmen müsst, dass also ihre Fremdbestimmung akzeptiert, da hätte der Bundesrat müssen sagen, Entschuldigung, das geht nicht, das ist unmöglich, das können wir unseren Leuten doch so gar nicht voneinander legen, das ist ja ein Angriff auf alle unsere Staatssäulen, das ist ein Angriff auf die direkte Demokratie. Weil wenn wir Recht aus dem Ausland übernehmen, können wir ja nicht mehr selber bestimmen. Das ist ein Angriff auf unseren Föderalismus. Weil wenn wir aus der EU Recht importieren müssen, ja wo ist denn kantonale Souveränität, wo ist die Gemeindeautonomie, wenn wir das von oben aufgedruckt bekommen? Wenn wir uns mit fremden Richter unterstellen, wo ist denn eigentlich noch die Unabhängigkeit von unserem Staat, wo in der Bundesverfassung als einer der obersten Zwecke von unserem Staat definiert ist. Und wenn wir automatisch Recht übernehmen aus der Europäischen Union, fremde Richter müssen akzeptieren, wo ist denn eigentlich noch unsere bewaffnete Neutralität? Weil wir binden uns ja an ein fremdes Bündnis an, wo unter Umständen, Stichwort Wirtschaftssanktionen, Stichwort möglicherweise sogar kriegerische Massnahmen, die Schweiz kann in solche Konflikte hineinziehen. Der Bundesrat hat 2008 klipp und klar müssen sagen, so etwas kommt nicht in Frage, meine Damen und Herren. Das dürfen wir gar nicht dem Schweizer Volk vorlegen. Dann würden wir ja alle unsere verfassungsmäßigen Eid und unsere Schwüre würden wir brechen. Aber der Bundesrat hat das nicht gesagt. Der Bundesrat hat gesagt, wir steigen in diese Verhandlungen ein und es ist ihm immer unangenehmer geworden und schwieriger. Am Anfang haben sie versucht, der SVP zu sagen, eben, ihr seid Webstübler, ihr seht da irgendwie, hallo, ihr habt Halluzinationen. Der Rahmenvertrag, das ist etwas völlig Harmloses, das ist ein technisches Koordinationsabkommen. Da geht es nur ein bisschen, um die Sachen ein bisschen besser miteinander abstimmen und ich weiss nicht was, und Zusammenarbeit und so weiter. Aber dank der Aufklärungsarbeit von der SVP, dank der Aufklärungsarbeit vom EU-No-Komitee, und da ein Applaus jetzt für den Ueli Schlüer in diesem Zusammenhang. Dank dieser Aufklärungsarbeit ist es gelungen, dass sie mit dieser Geschichte nicht durchgekommen sind. Und jetzt also, nach rund 10-jährigem Slalom und weiss nicht was, Schlingerkurs, haben sie heute also
den Rahmenvertrag, dass das Ding da auf den Tisch gelegt. Was liegt heute auf dem Tisch, meine Damen und Herren? Es liegt ein sogenannt abgespeckter Rahmenvertrag vor. Bezieht sich auf 5 Abkommen von den bilateralen Verträgen 1. Der Bundesrat betont, alles was brenzlig ist, fast alles was brenzlig ist, da haben wir Ausnahmen und so weiter. Man versucht also wieder das Beschwichtigen einzulungen. Das Gefährlichste und der Grund, warum die SVP den Rahmenvertrag aus grundsätzlichen Überlegungen ablehnt, ist drin, und das ist die Rechtsübernahme. Die Schweiz verpflichtet sich auch mit dem abgespeckten institutionellen Abkommen, europäisches Recht automatisch, dynamisch zu übernehmen, und wir verpflichten uns auch, die Oberhoheit von der europäischen Richter zu akzeptieren. Der Chefunterhändler Balzaretti hat heute an der Pressekonferenz auf die entsprechende Frage, er hat dann gesagt, ist auch interessant, er hat gesagt, wir haben ein Schiedsgericht, wir haben ein Schiedsgericht, das kann die Fragen bilateral, die Schweiz betreffen, in der Schweiz entscheiden. Er hat nicht einmal mit Journalisten geglaubt. Er hat einen aufgestreckt und gesagt, Herr Balzaretti, können Sie bestätigen, dass bei der Rechtsübernahme und bei den bilateralen europäischen Verträgen vor allem der Großteil europäisches Recht ist und dass dort eben die europäische Gerichtsbarkeit akzeptiert werden muss? Hätte er müssen sagen, ja, der Großteil eben von dem, was importiert wird, ist eben, oder importiert werden müsste, ist eben europäisches Recht. Also lassen Sie sich auch da nicht einlullen, dass man von Schiedsgericht und all dem Zeug redet. Im Kern geht es um Rechtsübernahme, im Kern geht es um eine fremde Gerichtsbarkeit, die wir akzeptieren müssen. Das Vorgehen, das der Bundesrat wählt, würde ich im medizinischen Jargon so beschreiben. Es ist die sogenannte Virusstrategie. Die Virusstrategie. Er möchte das abgespeckte, kleinere, mit vielen Ausnahmen schmackhaft gemachte Rahmenabkommen in die Schweiz hineinpflanzen. Dann ist es mal drin, dann ist der Haken sozusagen im Fleisch. Und nachher kannst du aus dem kleinen eben Virusabkommen, das wird sich dann mit der Zeit über alles hineinfressen, wo die Beziehungen Schweiz-EU sind. Man könnte auch, um jetzt die junge Generation mit der Computerterminologie von einem EU-Trojaner reden. Ein EU-Trojaner. Also das ist wie ein trojanisches Pferd, das sie in die Schweiz hineinsetzen und das überwuchert dann mit der Zeit einfach alle unsere Vertragsbeziehungen. Also, der Bundesrat hat das versucht, so eine abgespeckte Sache zu machen, aber er hat jetzt realisiert, dass er auch mit dem nicht durchkommt. Und heute hat es entschieden, also, entschieden wird, wir nehmen das zur Kenntnis, wir unterschreiben nichts, wir machen jetzt eine Konsultation, tut das offenlegen, jeder darf es anschauen, sie wollen Zeit gewinnen, bis im April. Warum bis im April, meine Damen und Herren? Das ist auch wieder einer von diesen schönen Zufällen, die es gibt, weil am 29. März ist der Brexit-Datum, also man möchte zuerst noch den Brexit hinter sich bringen und dann im April, nach dieser Vernehmlassung, nach dieser Konsultation, möchte man dann Nägel mit Köpfen mit dem Rahmenabkommen machen. Im Moment sind im Bundesrat 2 Personen aus grundsätzlichen Überlegungen dagegen. Der Ueli Maurer und der Guy Parmelin. Die 2 SP-Bundesräte, Bundesrätin Soumarouga und der Bundespräsident Berset, sind ein bisschen zwischen Hammer und Amboss. Sie sind dagegen, dass jetzt mit den Lohnschutzmassnahmen, die die EU weg hat, die flankierenden Massnahmen, die die EU weg hat, hat man sich nicht geeinigt. Das können sie, mit dem kommen sie vor den eigenen Gewerkschaften und vor der Linken nicht durch. Aber die SP will so einen Rahmenvertrag. Sie möchten einfach die Ausnahme anbringen, was ihre flankierenden Massnahmen angeht. Das heisst, sie sind nicht grundsätzlich dagegen, sie wollen einfach so eine Ausnahme anbringen und darum tun sie ein bisschen lavieren. Die FDP ist auch nicht überzeugt. Der Bundesrat Schneider-Ammann ist eher ein Befürworter vom Rahmenvertrag. Der Ignazio Cassis ist nach meinem Verständnis, wobei die Wege des Dessiners sind zuweilen unergründlich. Ich glaube, im Herzen
ist er ein Skeptiker von dem Abkommen und schaut jetzt mal, was da rauskommt. Für die FDP ist vor allem die Unionsbürgerrichtlinie das Problem. Und das ist eigentlich jetzt das Schöne und das Erfreuliche an dieser ganzen Geschichte. Im Zug von dieser ganzen Diskussion sind jetzt die Probleme von dem Rahmenabkommen für verschiedene Gruppen sichtbar geworden. Für uns schon früh vom Grundsätzlichen. Rechtsübernahme geht nicht. Die anderen merken es jetzt an konkreten Beispielen. Die EU will bei den Gewerkschaften hineinregieren, bei den flankierenden Massnahmen. Und sie will bei der Unionsbürgerrichtlinie hineinregieren. Auf was wird es rauslaufen? Wir müssen uns, meine Damen und Herren, im nächsten Jahr parat machen. Und wir müssen uns bewusst sein, dass wir die Einzigen sind, die aus grundsätzlichen und aus grundsätzlich richtigen Überlegungen gegen das Rahmenabkommen sind. Wir müssen weiter unsere Botschaft nach aussen tragen, dass die Schweiz mit der EU gute Beziehungen will, aber dass wir uns nicht unser Recht aufdrucken lassen und dass wir auch keine fremden Richter akzeptieren werden und keine Unterstellung institutionell, keine Anbindung institutionell an die Europäische Union akzeptieren werden. Diese Botschaft werden wir müssen bringen. Weil am Schluss wird in dieser Frage der Bundesrat nicht Kraft haben, der EU zu sagen Nein. Das ist ganz klar. Der Bundesrat wird nicht Kraft haben, Nein zu sagen. Er hätte es schon heute müssen sagen, er hätte schon früher, hätte schon 2008 müssen sagen, dort wäre es am einfachsten gewesen. Der Bundesrat hat diese Kraft nicht. Das heisst, die Volksentscheid, die Volksabstimmung wird da die Entscheidung müssen herbeiführen. Und da müssen wir parat sein von der SVP, da müssen wir die Leute überzeugen, weil die anderen werden das versuchen, oben abzuspielen und oben abzureden und zu beschönigen. Ich werde im nächsten Jahr, vielleicht haben Sie das schon gehört, die Nachfolge von Christoph Blocher als Präsident des EU-NO-Komitee antreten. Mit dem Christoph Blocher aber noch dabei. Und zum Glück natürlich noch dabei, dass er da seine Energie voll in den Kampf hineinbringt. Aber ich muss Ihnen einfach sagen, wir brauchen Ihre volle Unterstützung. Wir werden allein stehen, wieder gegen andere. Wir werden uns gegen massive Angstmacherei und Panikkampagnen müssen zur Wehr setzen. Und da müssen wir durchheben und da müssen wir unsere Botschaft bringen. Ein letztes Wort noch zu dieser Thematik Drohungen von der EU. Ein ganz wichtiger Punkt. Man sagt jetzt schon, ja, die EU setzt unseren Finanzplatz unter Druck, Stichwort Börsenäquivalenz und so weiter. Ist Ihnen aufgefallen, dass die Börsenäquivalenz dank einer extrem intelligenten Aktion vom Ueli Maurer, vom Finanzminister, faktisch ist das ausgeschaltet. Das ist kein Problem mehr. Unser Finanzdepartement hat stillschweigend eine notrechtliche Massnahme ergriffen, wo sie den Druck, den Druckversuch von der EU, die gesagt haben, die Schweizer Aktien dürfen in der EU dürfen da nicht mehr gehandelt, die Schweizer Börse wird da diskriminiert, haben die einen Beschluss getroffen, der jetzt eben möglich macht, dass die Schweizer Aktien trotzdem gehandelt werden können. Und das Problem, das man so aufstilisiert hat, ist keins mehr. Die EU kann uns gar nicht mehr unter Druck setzen an diesem Thema. Und das zeigt Ihnen an einem aktuellen Beispiel, dass die Warnungen, die Untergangsszenarien völlig übertrieben sind, genauso übertrieben, wie sie 1992 übertrieben waren, als es unter EBR gegangen ist. Also, lassen Sie sich nicht einschüchtern, lassen Sie sich nicht einlullen. Wir müssen bereit sein, 2019, wir müssen uns bereit machen auf die Volksabstimmung zum Rahmenvertrag. Ich freue mich, dass ich das mit euch in Angriff nehmen darf. Wir werden vermutlich im offiziellen Bern in der Minderheit sein, aber wir haben die richtige Überzeugung, wir haben die Leidenschaft, wir haben das Feuer und wir haben den Ruhrstier auf unserer Seite. Und da kann nichts mehr schief gehen. Besten Dank, ich bin stolz, dass ich hier mit Ihnen zusammen kämpfen darf für eine unabhängige Schweiz. Merci vielmals. Herzlichen Dank, Roger Köppel. Ich bitte dich natürlich auch schnell auf der Bühne zu bleiben. Unser Patrick Planzer wird natürlich auch dir ein Geschenk überreichen. Herzlichen Dank, Roger.
geschätzte Gäste, wir singen euch nach diesen Reden passend zu den Worten, die unsere die zwei Redner gehalten haben. Meine Heimat, das Lied hat geschrieben Anna Müller, sie ist eine Appenzell-Aussenroderin. Dann zuhören, sind ganz weise Worte, die sie hier zu einer Melodie vertextet hat. Viel Vergnügen. Darum glaub ich dir kein Wort. Was hast du denn gemacht?